herzlich willkommen bei Fittorial, Vanessa, Sinan. Wir machen wieder etwas zu essen für euch, während unsere Pancakes vom letzten Mal noch brutzeln, machen wir währenddessen noch was Neues. Und zwar ein Brotaufstrich oder sowas. Ja, genau. Eine Thunfischcreme. Thunfischcreme. Ja. Das ist gut. Wir haben kleine Brötchen schon im Ofen, damit wir die hier gleich schön bestreichen können. Genau. Was brauchen wir denn dafür? Genau, wir brauchen eigentlich nur 150 Gramm Quark. Quark. 150 Gramm Frischkäse. Mhm. Einen Thunfisch in eigenem Saft. Und ja, wenn man möchte, kann man noch Mais dazu tun. Genau, und ich habe halt noch Petersilie aus dem Tiefkühler. Okay. Und das muss man einfach alles zusammen. Alles zusammen. Also ich nehme jetzt den Quark, so damit ihr auch was seht. Genau. Zack. Machen wir mal den Frischkäse auf. Genau, das sind schon 150 Gramm. Ach ja, stimmt. Da sind 200 Gramm drin, man kann es auch ungefähr machen. Wie viel brauchen wir? 150. Okay, also 50 Gramm lasse ich übrig. Genau. Alles klar. So, habe ich geschafft. Sehr gut. Und jetzt tun wir Thunfisch rein. Genau, Thunfisch rein. Wir tun Fisch rein. Wir tun Fisch rein. Das geht nicht. Dann musst du ein bisschen mit der Gabel. Oh toll, das Katzenfutter will nicht raus. Den musst du so ein bisschen mit der Gabel so ein bisschen drehen. Okay. Denken sich auch gerade, ja. Hat der noch nie einen Thunfisch. Boah, das riecht echt wie Katzenfutter für mich. Ja. Aber der schmeckt ja gut. Ja, findet die Katze auch. Bin mal gespannt, ich bin echt nicht so der Thunfisch-Fan. Okay. Aber ich bin ja nicht so voreingenommen. Aber ich wäre echt überrascht, wenn diese Grütze irgendwie schmeckt. So. Den Mais komplett? So, nee, nur ein bisschen. Also so, wie man lustig ist. So? Ja. Okay. Zum Beispiel. Okay. Und dann... Egal. Und dann kann man noch... Mach du mal gerade. Genau. Dann tut man noch ein bisschen Petersilie rein. Ich würde das aber erst noch mal kurz hier ummischen alles. Mit der Gabel geht das ganz gut. Ja. Eventuell muss man noch ein bisschen Wasser dazu tun. Ich wollte gerade sagen, mit dem Schneebesen wirst du da nicht weit kommen. Genau. Ich mach das mal mit dem mit der Gabel. Ja, mit der Gabel geht's gut. Petersilie? Genau, ein bisschen Petersilie wieder drauf. Wie ich lustig bin? Ja. Ich bin ein sehr lustiger Typ so. Ja. Was? Ich glaube, das reicht. Okay. Mit Salz und Pfeffer abschmecken? Genau, Salz und Pfeffer. Das geht ja echt brutal schnell, ne? Brutal ist das. Und es sieht auch richtig gut aus, ne? Ja, es sieht schon gut aus. Kann man so sagen, boah, guck mal hier, Leute. Hab 3 Tage in der Küche verbracht. Genau, ich glaube, das reicht, ja. Achso, ja, ich bin bei Pfeffer einmal. Sorry. Ja, man kann es auch ein bisschen scharf machen, das ist auch lecker. Ja, ja. So, Prise Salz. So. Ja. Der Thunfisch bringt ja schon ein bisschen was Salziges mit. Stimmt, der kommt ja aus dem Meer, ne? Ja. Oder ist ein Süßwasser-Thunfisch? Ich glaube, der Thunfisch ist immer aus dem Meer, ne? Ist kein Flusstier, ne? Nee, der ist Salzwasser, ne? Ich glaube, das ist ein Salzwasserfisch. Ja. Thuni, alter Kollege. So. Okay. So, sieht gut aus. Ne? Boah, das ist jetzt fertig? Ja, also man kann das halt noch ein bisschen, wenn man das nicht so fest haben will, aber ich finde so fest eigentlich gut, weil dann kann man es gut streichen. Ne? Ja, dann kann man richtig so Türme auf dem Brötchen machen. Bauen. Genau. So Skulpturen. Und dann quasi nur Thunfischcreme haben. Und, ja, mega gut. Also super schnell. Da ich immer noch mega viel Hunger habe, komischerweise, freue ich mich jetzt drauf, das zu essen. Und ja, wir können ja ganz kurz noch darüber sprechen, was haben wir so inhaltsstoffmäßig? Gut, vegan ist es schon wieder nicht. Nee. Okay. Vegetarisch auch nicht. Also ist ja der Schuh. Stimmt, ja. Aber Moment, das sind wie heißen die? Es gibt ja noch so die Fisch essen. Die Fisch essen aber kein Fleisch. Okay. Und ansonsten, wir hatten ja letztes Mal auch drüber gesprochen, so von der
von Verantwortung her oder der moralische Aspekt. Ja, ich gut, weiß nicht, Thunfisch ist relativ, glaube ich. Ja, man sagt ja immer so, dass da irgendwie die Delfine mit sterben, wenn irgendwelcher Thunfisch, also das. Haben wir vielleicht sogar ein bisschen Delfin noch drin? Nee. Also es ist jetzt nicht, also es ist Thunfisch. Aber Thunfisch ist auch ein bisschen günstiger Thunfisch, ja, ist auch problematisch, auf jeden Fall. Ich dachte mal, bei Lachs wäre so richtig problematisch. Ja, Wildlachs ist halt der beste. So, ne? Okay. Aber ja. Gut, Mais ist unkritisch. Ja. Ja. Ansonsten haben wir halt nur Milchprodukte drin und ich habe halt Quark und Frischkäse so ein bisschen gemischt, weil ich halt gemerkt habe, dass es ganz gut schmeckt. Also wenn man jetzt nur Quark nimmt, dann ist es halt sehr, ja, dann, also mit Frischkäse schmeckt es irgendwie besser. Also, ja. Na dann, ich bin gespannt. Genau. Cooler Brotaufstrich. Genau, und ist jetzt auch nicht sehr fettreich, ne? Also es ist jetzt schon ganz fitnessgerecht. Besser als Mayonnaise. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann geben wir uns das jetzt mal und verlassen euch mit diesem total einfachen, wirklich in 2 Minuten fertiggestellten Brotaufstrich. Und ich sage tschüss, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.